Na, du? Hey, sag mal, kannst du mir nochmal das mit dem Cremaster-Reflex erklären? Ich glaube, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Sorry, ich muss erst noch durch dieses Bild durchsteigen. Völlig verrückte Ansicht. Ja, Kinder. Und sowas passiert öfter, als man denkt. Deshalb erkläre ich euch heute die drei Phasen des zu vielen Lernens. Phase 1. Man übersieht offensichtliche Zeichen. Phase 2. Ist die komplette Geschmacksverirrung. Alter! Weil Hannover seinen Ruf kaputt geht, nicht deiner! Phase 3. Ist der komplette Realitätsverlust. Das wird schon. Wie schon Dr. Hawaii uns erklären wollte, gibt es eine streng monoton fallende Kurve im Laufe der Lernzeit. Nur ein Punkt sticht positiv heraus. Die sogenannten MIDI-Meisterschaften. Jeder kann sich denken, tanzen und Fußball spielen hilft eben. Ja, Kinder, heute habt ihr wieder was gelernt. Und denkt daran, bevor ich gehe, gießen ist okay. Hey, ich habe gehört, da hat es ja gerade noch eine Frage. Ich glaube, da könnte ich dir helfen. So, Kinder. Und jetzt wie immer, abschalten. Ihr seid ja immer noch da. Jetzt aber wirklich abschalten.